Hallo, ich bin Tina von der Stiftung Lesen. Heute geraten wir unter Strom, aber keine Sorge, es wird nicht gefährlich. Mittlerweile ist eine Welt ohne Strom undenkbar. Wie würden wir zum Beispiel unser Essen kochen oder telefonieren? Gerade das Selbstverständliche wird gar nicht mehr so oft hinterfragt. Dabei ist dieses Thema wirklich wortwörtlich sehr spannend. MINT und Vorlesen in Aktion. Heute elektrische Spannung. Eine Lampe, die wie durch Magie erleuchtet, die Gewalt eines Blitzes und die ganzen Geräte, die uns das Leben so herrlich leicht machen. Strom ist faszinierend und damit das perfekte Thema für unsere MINT-Vorleseaktion. Und dafür muss man auch kein Physikexperte sein, das bin ich übrigens auch nicht, denn es geht ja darum, gemeinsam mit den Kindern Erfahrungen zu machen. Zum Beispiel mit dem Bilderbuch »O Schreck, der Strom ist weg«. Der Titel verrät schon, welche Geschichte hier auf uns zukommt. Witzig wird hier erzählt, wie aufgeschmissen wir sind, wenn der Strom mal komplett ausfällt. Es steht schon außen auf der Box. 25 Mal Aha! Die Experimente mit Kraft und Elektrizität sind leicht durchzuführen und mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung und einer kurzen Erklärung des Phänomens jeweils kindgerecht auf einer Karte aufbereitet. Elektronik kinderleicht ist fast schon ein Fachbuch. Aber durch kindgerechte Erklärungen und viele Abbildungen und Fotos super, um sich zum echten Experten zu machen. Durch 23 Projekte lernt man Schritt für Schritt mehr dazu. Den Ballon, den man am Pulli reibt und der die Haare zu Berge stehen lässt, kennt jeder. Schön simpel, aber mit großem Effekt. Das kann man aber auch toll mit einer kleinen Bastelaktion verbinden. Dafür brauchen wir nur Papiertaschentücher, Filzstifte, eine Schere und einen Luftballon. Die Taschentücher werden jetzt zu gruseligen Gespenstern. Da ist der Kreativität in Form und Ausgestaltung natürlich keine Grenze gesetzt. Nun die Geister verteilen. Jetzt braucht es ein bisschen Ausdauer. Den Luftballon ruhig ein bisschen länger am Pulli oder einem Wollknäuel reiben, damit die nötige elektrische Ladung aufgebaut wird. Und dann kann man die Gespensterparty steigen lassen. Wie ein Magnet, den man zur Anschauung mitbringen kann, ziehen sich hier unterschiedliche geladene Teilchen an und bringen die Geister zum Schweben. Jetzt wird es schon etwas komplexer. Aber keine Angst, es gibt gute Anleitungen, auch online, und bereits zusammengestellte Sets für den Bau von Stromkreisen. Dafür brauchen wir eine 4,5 Volt Flachbatterie, eine Lampe, drei Kabel, am besten mit Klemmen an den Enden, und verschiedene Materialien zum Testen, wie ein Stück Holz, eine Schraube oder auch Wasser. Erst einmal muss der Stromkreis korrekt aufgebaut werden. Wenn alle Kabel richtig angebracht sind und der Strom fließen kann, leuchtet die Lampe. Nun kann getestet werden. Bei welchen Stoffen leuchtet die Lampe und bei welchen nicht? Besonders spannend wird es, wenn man die Kabelenden in ein Glas Wasser hält. Denn, jeder weiß, Wasser und Strom sind eine gefährliche Kombination. Hier unbedingt die Kinder vorher darauf hinweisen, dass man besonders vorsichtig sein soll. Doch, es leuchtet ja gar nicht, wenn wir die Kabel ins Wasser halten. Noch einmal testen? Ja, der Stromkreis ist noch intakt. Und was passiert, wenn man etwas Salz ins Wasser mischt? Eine Lampe zum Leuchten zu bringen, ist ein unglaublicher Aha-Effekt. Aber es braucht schon auch ein bisschen Vorbereitung. Bitte machen Sie keine Experimente mit Elektrizität, wenn Sie sich damit nicht sicher fühlen oder auch die Gruppe zu groß ist, denn es ist wichtig, dass Sie die Kontrolle über die Situation behalten können.